Der Großteil der ersten Kreuz ist geschafft und die Lufttonne und damit die Anlegelinie kommen in Sicht. Jetzt kann es möglicherweise wieder ziemlich eng werden. In dieser Enge gibt es zwar nicht allzu viel zu gewinnen, aber verdammt viel zu verlieren. Worauf du jetzt achten, was du unbedingt richtig machen und was du auf alle Fälle vermeiden musst, das besprechen wir in diesem Tutorial. Anliegelinie oder Leyline nennt man jene Linie, auf der man segelt, wenn man die Lufttonne ohne weitere Winde erreichen kann. Was sich gemütlich anhört, birgt eine Reihe von Risiken. Wenn man auf der Kreuz recht deutlich auf eine Seite gesegelt ist, kann man in die Situation kommen, dass man bereits aus mehreren hundert Metern Entfernung die Lufttonne anlegen kann. Das ist aber, wenn irgendwie möglich, zu vermeiden und zwar aus folgenden Gründen. Man muss ja in diesem Fall nur mehr geradeaus segeln und hat praktisch keine taktischen Optionen mehr. Wird der Wind auf dieser langen Reise räumlicher, so könnte man eigentlich höher laufen und ist in Wirklichkeit zu weit gesegelt. Konkurrenten, die unter einem liegen, laufen jetzt auch mehr Höhe und kommen deutlich näher oder überholen einen sogar. Wird der Wind hingegen vorlicher, so sind alle Konkurrenten bevorzugt, die sich nicht so weit auf die Seite exponiert haben, denn sie können diesen Dreher am anderen Bug nutzen. Man hat also in beiden Fällen einen Nachteil. Aber auch wenn es zu keiner Winddrehung kommt, drohen Schwierigkeiten. Die Leyline hat so etwas wie magnetische Kräfte. Alle Boote werden von ihr angezogen, was bedeutet, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass Boote, die vor dir im Rennen liegen, dir genau auf der Leyline vor die Nase wenden und du ihre Abwinde schlucken musst. Wenn der Weg zur Tonne dann noch weit ist, dann musst du einen kostspieligen Hohlschlag nach Luft machen, um wieder freizukommen und du hast keine Garantie, dass dir das nicht noch ein- oder mehrmals passiert. Gerade kurz vor der Lufttonne kann es besonders eng werden und dann kann man echt viel verlieren. Wenn du schon weit auf einer Seite draußen bist, kannst du das ganze Schlamassel nur vermeiden, indem du die Lufttonne deutlich unter der Anliegelinie ansteuerst. Das hält dir mehr taktische Optionen offen und du bist auch nicht so sehr dem Magnetismus der Leyline ausgeliefert. Wenn dann nahe der Lufttonne der Verkehr und damit die Abwinde stärker werden, dann segel dich insofern frei, als dass du über die Leyline drüber segelst, deinen finalen Schlag also deutlich oberhalb der Leyline anlegst. Das vorher beschriebene Schlamassel findet nämlich in jedem Fall, aber eben mit anderen Akteuren statt und du kannst unbehelligt in Luft passieren. Da kann man wirklich viele Plätze gut machen. Ein Wort noch zu der Situation, bei der man von der linken Seite der Kreuz an die Lufttonne kommt. Denn erstens musst du davon ausgehen, dass von den Booten, die sich gerade auf der Reise von der Luft zur Vorlegetonne befinden, eine starke Abschattung ausgeht, die dich abbremsen wird, je näher du ihr kommst. Und zweitens bedenke, dass du mit Steuerbordschoten an der Lufttonne keinen Raum hast und vor allem innerhalb des Dreilängenkreises bei starkem Verkehr praktisch nicht wenden kannst. In dieser Szene sieht man bei dem Boot, das von links kommt, wie es zu früh wenden muss, weil es durch die Linie der sich mit Backbordschoten der Boje annähernden Boote nicht durchkommt. Und von diesem Moment an nimmt das Chaos richtig seinen Lauf. Verstöße gegen diese Regel sind ein grobes Fall und deine Konkurrenten reagieren da sicher recht grantig. Also was der norwegische Segler in dem Clip macht, ist sicher nicht in Ordnung. Wenn es einmal nicht ganz so hektisch abgeht und man am unmittelbaren Schlag auf die Tonne zu ist, ergeben sich meist ein paar Sekunden, in denen man sein Boot aufräumen bzw. sich für das bevorstehende Manöver organisieren kann. Also etwa um die Beine gewickelte Schoten lösen, die Spier der Genaker-Schoten und die Fall parat legen, den Baum herrichten und so weiter. Aber Achtung, es muss wirklich gerade auf die Tonne zugehen. Da sollte dann durch einen überraschenden Winddreher keine Wende mehr notwendig werden. Die Lufttonne haben wir jetzt erfolgreich passiert, jetzt gehen wir auf den Vorwindkurs und dann wieder um die Leytonne. Was da alles zu beachten ist, das besprechen wir im nächsten Video. Bleibt dran!